Hallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video auf meinem Kanal. ich entschuldige mich jetzt schon für die Lichtverhältnisse, weil es ist stumm draußen und ja, das Licht geht und kommt gerade wie es will und ja. Aber ich möchte euch meine Leseliste für März zeigen oder vorstellen. Und zwar muss ich sagen, war das so im Februar, dachte ich mir nur so, ja, du hast die meisten Bücher aus 2000, also 22 Bücher in 2022, ja eigentlich schon. Dann dachte ich mir, okay, lesen wir halt die E-Books da draus, die alle auf meinem Kindle schon habe. Endlich mal. Ich habe schon ein paar gelesen, muss ich auch dazu geben. Und ja, jetzt werde ich die letzten sozusagen lesen. Zwei Bücher habe ich noch nicht, die kommen dann einmal im Juni und im März. Und mal schauen, ob ich die dann auch zeitnah dann lese, wenn sie kommen. Das eine ist ja Crescent City, ich freue mich schon so drauf, wenn es endlich da ist. Ja. Aber ja, ich habe hier meine Liste auf meinem Laptop aufgemacht und würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten. Zwar es ist das erste Band von der Sondereinheit Themis von Kerstin Rachval. Auf Probe heißt das. Da geht es ja um Natascha, die eben den Einstellungstest der Sondereinheit eingeladen wird. Und sie scheitert beim Sporttest. Aber zu ihrer Überraschung wird sie halt auf Probe eingestellt und soll halt trainieren. Und ihr Partner und Trainer ist Peter. Ja, und ich bin gespannt. Ich habe mir, da es ja ein Auftakt einer Reihe ist und ich interessanterweise Band 5 hier im Regal stehen habe und schon gelesen habe, habe ich mir eventuell, falls ich noch Zeit habe, Band 2 aufgeschrieben, der Theorist, Band 3 Menschenhandel, Band 4 die Spinne im Netz. Und Band 6, das kam raus, ohne dass ich es mitbekommen habe, Endgame. Ich bin schon gespannt. Ich habe es mir auf die Liste jetzt mit draufgesetzt, mit eventuell. Weil ich will ja auch die Reihen immer zeitnah jetzt beenden. Ob ich es schaffe, werden wir dann im Lesemonat März herausstellen. Ja, aber immerhin habe ich das. Und dann Morvania, sie sehen dich, von mir hasse. Das ist eine Dystopie. Da geht es um Ben Yahim Lachermeyers. Er ist der Sohn ja, der Machtinhaber des Staats Pluhayan. Und ja, er sieht eine Chance, aus dem goldenen Käfig sich zu befreien und nicht nur vor seinen Eltern und Regime zu flüchten. Ja, und sagen wir mal so. die Rebellen sind sozusagen sein neues Zuhause und die eigentlich das Land in Angst und Schrecken versetzen. Und ich bin immer gespannt, das ist ein Band 1 ist das und ich bin erstmal gespannt, wie die Geschichte überhaupt ist und hoffe, dass es bald weitergeht. Dann die Rebellinnen von Oxford, Unerschrocken von Evie Dunmore. Dann ich weiß ehrlich gesagt auch immer noch nicht, warum ich das auf Band 2 geholt habe, wo ich hier von Band 1 nicht so begeistert war. Aber irgendwie habe ich auch Lust darauf und es wird immer dunkler, sehe ich gerade. Kleiner Moment, ich werde doch mal Licht anmachen. Das funktioniert so nicht. Ich werde Licht verändern. So, ich glaube, das gefällt mir jetzt wieder besser. Ich weiß auch nicht. Egal, wo war ich? Die Rebellinnen von Oxford, Unerschrocken, von Evie Dunmore. Da geht es ja um Lucy Tapbury, die die Anführerin der Rechtsbewegung ist in Oxford. Und ihr Nemesis ist Tristan Bellatine. Und er sabotiert halt immer ihre Pläne. Wo ich mir denke, ja, ja, sowas lieben wir doch alle. Und ich bin gespannt, was jetzt hier passiert und was noch so auf mich zukommt. Band 3 habe ich tatsächlich jetzt nicht mir auf die Liste gesetzt, weil ich einfach nicht sicher bin,
Ob ich es lesen will. Da, ja. Dann habe ich mir noch auf die Liste gesetzt: Stillkon, Band 1, der Anfang vom Ende von Mina Kult. Da. Sklaverei, Ausgangssperren, genetische Experimente und Elend, Schmerz, Dunkelheit und Tyrannei. Das gefällt mir schon so hart. Im Jahre 2085, eine Welt, die besessen ist von körperlosen Dämonen und seinen Anhängern. In einem Alltag, der aus nichts besteht als dem Kampf um die eigene Existenz und das Leben seiner Liebsten, während ein Bruchteil der Bevölkerung an einer alten, verblassten Weissagung festhält, welche die große Erlösung prophezeit. Aber wie sieht diese Zukunft aus, wenn eine vorherbestimmte Erlöser noch nichts von seinem Schicksal weiß und was geschieht, wenn er es gar nicht will? Und das ist ein Dreiteiler und ich habe mir natürlich Band 2 und 3 auch schon drauf geschrieben. Und zwar ist es einmal Band 2, Blutiger Pfad, und Band 3, Blut, Feuer und Asche. Allein schon wegen den Titeln muss ich eigentlich schon lesen. Aber ich habe mir so angefangen, die Liste zu erstellen, und dachte mir, oh ja, das konnte ich schaffen. Und dann kam Miau, Killerkatze, Band 1 von Skye McKinnon. Geht es um Cat, die eine Auftragskillerin ist, und zwar die Beste der Stadt. Und sie verwandelt sich nach Bedarf in einen Panda. Und ja, normalerweise bringt sie ja Auftragskiller, Mörder, also Menschen um. Ja, aber jetzt soll sie halt mal auf der anderen Seite stehen und ja, wie soll man sagen? Es gefällt ihr ganz gut und es scheint irgendwie nicht gut zu funktionieren. Und ja, ich bin gespannt. Es hört sich super an. Mir gefällt auch das Cover total. Und dann habe ich mir natürlich auch die restlichen Bänder der Reihe auf meinem. Ich will nicht lesen. Und die Titel sind auch geil. Band 2, Kratz. Band 3, Schnurr. Band 4, Weißt du? Band 6, Friss mich. Band 7, Krallen raus. Und dann kommt dieses Jahr noch ein Weihnachtsspecial raus mit O Katzenbau. Ich finde die Titel schon cool. Ja, deswegen habe ich gesagt, nachdem ich die gesehen habe, dachte ich mir, es wird ein bisschen schwer werden. Oh, da wascht wieder jemand Wäsche. Oh, okay. Die alle zu lesen. Aber ich bin optimistisch, dass ich wenigstens alle die ersten Bänder überall schaffe. Vielleicht noch ein, zwei, drei, fünf, zehn andere Bänder. Und das nächste ist Die Quellen von Malun. Band 1, Blutgöttin von Daniela Winterfeld. Das Wasser auf Ruan versiegt. Die Dürre verurteilt die Völker zu Hunger und Durst. Um sich die letzten Ressourcen zu sichern, führt das Großreich Sabion erbitterte Kriege gegen seine Nachbarsreiche. Die Politikertochter Fela und der Offizier Drogen, die Sklavin Alia und der Soldat Tai Lin sind alle auf verschiedene Weise von dem Krieg betroffen. Jeder versucht für sich einen Ausweg aus der hoffnungslosen Situation zu finden. Aber noch wissen die vier nicht, dass ihre Schicksale miteinander verbunden sind. Und die Gründe für das Verschwinden des Wassers in einer Verschwörung von unangenehmem Ausmaß liegen. Und da tendiere ich schon, dass ich Band 2 Blutsohn und Band 3 Blutschicksal schon lesen werde, weil die habe ich schon. Die anderen müsste ich mir noch alle holen, aber die hätte ich schon. Mein Kind. Und dann kommen wir zu einem weiteren, sehr langeren Reihe. Und zwar The Irish von Annie Stone. One ist Band 1. Da geht es um Jenna Scott, die eigentlich keine Lust auf Beziehungen hat und aber ihren Spaß haben will. Und das scheint sie bei One zu finden. Naja, er ist charmant, frech in ihrer. Und ja,
scheint so, als würde sie sich vielleicht irren bei ihm und mehr zu finden als nur ihren Spaß. Bin gespannt, vor allem, weil es Annie Stone ist. Und ich habe ja im Januar von ihr 4 Bücher gelesen. Im Februar 1, das Neueste. Ja, ich habe letztes Jahr so wenig von ihr gelesen, weil da kamen auch schon die ganzen The Irish. Und jetzt passt auf, weil das sind nicht nur Band 2 ist Brady, Band 3 Orla, Kin, Band 4, Band 5 Tara, Band 6 Eoin, Band 7 Lea und Band 8 Finn. Und dann gibt es noch eine Novelle, also eine Kurzgeschichte dazu, und das ist Cameron. Das sind also 9 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Also 10 eigentlich, weil ich habe an 1, doch 9. Ja, 9 Bänder. 9 Bänder, ich kenne mich. Wahrscheinlich habe ich die alle durchgesuchtet, bevor ich überhaupt alle anderen fertig habe, weil Annie Stone ist so, ich kann nicht immer aufhören. Ich versuche immer zu genießen, wenn ich ihre Bücher habe und sie nicht zu suchten. Und dann tue ich es trotzdem. Ich weiß nicht warum, ich tue es einfach und ich dann, ja. Weiter zum nächsten Buch, ne? Private Delights von Katie McLean. Und hier geht es um Liz Parker, die seit Jahren nimmt sie jeden Auftrag über Private Delights an. Ja, und sie schlägt halt eine Luxuskreuzfahrt auch nicht aus, obwohl sie explizite Anforderungen dabei hat. Und ja, sie ist ein bisschen misstrauisch und Dexter McDermott ist nicht nur aus sehr attraktiv, er fragt halt ausdrücklich nach ihr. Oh, meine Stimme wird weg. Oh. Ja, ich bin mal gespannt, weswegen er unbedingt sie haben möchte. Also auf jeden Fall, ich bin bestimmt gespannt. Ja. Und dann war es ja noch Meine Sterne in deiner Nacht. Road Trip Love Story von Alexandra Fischer. Oh, und da geht es um Sky, deren Eltern verstorben sind und ihre Welt liegt halt in Scherben. Und ja, irgendwie versteht keiner sie wirklich in ihrer Nähe, ihre Freunde, außer Asher. Und ja, der geht ihr eigentlich total auf die Nerven, aber irgendwie versteht er sie auch. Und die beiden machen einen Roadtrip. Sie beginnt ihm zu vertrauen und erfährt plötzlich, dass, naja, er größere Probleme hat, als sie dachte. Und ich bin total gespannt drauf. Und was auch nicht fehlen darf, ist ein Piratenbuch. Und zwar Das wilde Herz des Meeres von Elena Morgan. Das ist ein... Pseudonym. Ich will immer Synonym sagen, nein, Pseudonym von Britta Strauss. Ja, ich werde jetzt eine Piratenstory und das Interessante ist, sie hat dazu eine sehr schöne Anekdote erzählt über Facebook und Instagram, eben über diese Geschichte und jetzt bin ich erst richtig gespannt darauf, diese Geschichte zu lesen und zwar geht es um William Hunter, Pirat, Frauenverführer und berüchtigter Captain der Scrovera. Und ja, er wird verflucht und das kostet ihm das Leben. Und fortan ruhen seine Knochen in einer Höhle. Alle 100 Jahre in einer Vollmondnacht erwacht er zum Leben. So lang, bis eine Frau sein grausames Herz erweicht und ihn spüren lässt, was wahre Liebe bedeutet. Und das alles spielt in Fuerteventura, ich liebe diese Insel, 2015. Und zwar lernen wir Hannah kennen, die von einer, sag mal, nicht schönen Beziehung flieht und ja, eines Tages über die Knochen stolpert und es sind mal wieder 100 Jahre um. Ich bin gespannt. Es hört sich nach einer wunderschönen Geschichte an. Ja. Und nachdem wir ein bisschen Piraten hatten, sagen wir mal, die alten Piraten, kommen wir zur Mafia.
die ja auch irgendwie Piraten sind. Und zwar Hooked Mafia Law von P.J. Purple. Er ist ein Cop, sie die Tochter des Mafia-Bosses. Zusammen sind die größten, sind sie das größte Tabu. Zwei Welten, zwei gefährliche Geheimnisse, ein letzter Auftrag und ein Plan, der zum Scheitern verurteilt ist. Ich bin gespannt und freue mich, es zu lesen. Dann eine süße Liebesgeschichte. Sommerherzen im Regen von Karin Lindberg. Kannst du Nein sagen, wenn dein Herz Ja sagt? Ja, das ist schwierig, aber man könnte es. Man will es ja aber eigentlich nie. Oliver Barretts bester Freund Lukas hat eine klare Regel für den attraktiven Womanizer aufgestellt. Finger weg von meiner Schwester. Kein Problem von Oliver, denn er hat denn an einer braven Lehrerin, die weder trinkt noch feiert, hat er ohnehin kein Interesse. Tamara liebt ihre Familie, aber sie ist es leid, von ihnen in Watte gepackt zu werden. Ja, sie hatte eine dramatische Kindheit, aber nun ist sie zufrieden mit ihrem Leben und ihrem Single-Dasein und braucht niemanden, der auf sie aufpasst. Die Warnung vor Oliver sind völlig unnötig, denn Tamara weiß über seine ständigen wechselnden Bettgeschichten Bescheid und hat nicht vor, eine davon zu werden. Und wir wissen es alle besser. Ja. Und das letzte Buch auf meiner wunderschönen Liste ist Hexenrot von Maria Röhrreich. Alice ist eine Hexe. Lange Zeit wusste die 16-Jährige nichts von ihren Kräften. Doch nun ist sie voller Wissbegier und Eifer. Trotz aller Warnungen gibt sie sich mit Leib und Seele der Magie hin. Dabei vertraut sie auf den Schutz eines silbernen Armbandes und auf die Fähigkeiten ihrer Meisterin Luna. Ihr neues Leben verspricht perfekt zu sein. Doch die Macht hat ihren Preis. Freundschaften zerbrechen, Feindschaften entstehen. Und Misstrauen wächst. Alice muss erkennen, dass sie mehr und mehr die Kontrolle verliert. Schon bald kämpft sie nicht nur mit Verrat, Intrigen und einem Hexenmörder, sondern vor allem mit den düsteren Tiefen ihres eigenen Verstandes. Ja, ich will alle lesen. Aber gut. Wie gesagt, ich habe mir zum Ziel gesetzt, auf jeden Fall die von meiner Liste, meine ganzen E-Books jetzt zu lesen, weil dann bin ich die ja auch los. Das heißt, mein Sub auf dem E-Book schrumpft wieder, was ich toll finde. Ja, das war meine Liste. Ich hoffe, wir sehen uns dann sozusagen zum nächsten Video wieder. Und falls ihr eine der Bücher schon gelesen habt, dürft ihr mir gerne unten reinschreiben, wie ihr sie fandet. Beziehungsweise, falls ihr auch eine Leseliste habt, was so bei euch draufsteht.